Ja, Tommy ist hier und macht jetzt ein Video. Weil heute so langweilig ist, im Laden bin ich einfach oben und mache jetzt einfach mal wieder heute. Was soll ich machen? Die Gesellschaft leisten. Ja, mach ich. Wahrscheinlich klingelt es jetzt gleich. Da muss ich raus. Und zwar habe ich heute gekauft. Tommy hat heute was gekauft. Zwei Kartenspiele habe ich heute gekauft. Zwei schöne alte Kartenspiele. Einer hat leider die Verpackung ein wenig Wasser gezogen. Nur die Verpackung, Gott sei Dank. Und das andere ist schön. Natürlich beide schön. Alte Kartenspiele von Dohndorf. Einmal ein Wahrsagespiel. Nummer 2. 80 Pfennige hat das mal gekostet. Kostet halt richtig viel Geld, die Dinger. Kosten heute richtig viel Geld. Wahrsagekarten. So um 1900 sind die jeweils, ne? Chromolithografie. Komplett. Mit dem Sarg, hier droht Krankheit oder Tod. Du verlierst den Mut wie dein Geld und Gut. Ja, also sehr schön. Leider das erste Motiv ist der Sarg, was ich gezogen habe. Wunderbar. Ich weiß Bescheid. Ja, schöner Zustand. Auf alle Fälle habe ich gekauft von Carsten. Und er hat sie gekauft in der Auktion heute. Heute war Bayer. Genau. Wahrsagekarteneimer. Und die einköpfige deutsche Spielkarte. Auch von Dohndorf. Ist ein bisschen seltener. Um 1906. Auch in sehr guter Erhaltung. Die Sechser alle am Rand. An den Kanten mit Goldschnitt. Die Sechserwerte. Einköpfige deutsche Spielkarte. So sieht die aus. Ups. So. Auch in einem sehr schönen Zustand. Wo ist Ass Herz? Dann gucken wir auf den Steuerstempel. Auch komplett. Da, Ass Herz ist immer gestempelt, mit Steuerstempel. Ja, ist es hier auch. Wenn sie in den Verkehr gebracht wurden. Sehr gut. Bekannt. Bekanntes Blatt eigentlich. Findet man ab und zu noch, in Amerika werden die Dinger richtig teuer, ja, ne? Die Spiele. Auch sehr schön was hier. Bis zu $500 kostet ein Kartenspiel davon. Ich hatte davon schon ein paar. Realistisch, wenn man sie verkauft ab 1 Euro, kriegt man vielleicht 70 Euro. Also man kriegt 70 Euro mindestens dafür. So, bezahlt habe ich für beide. Wie viel? Marlies? Ich glaube, ich habe es gehört, ich weiß. Ach so, hast du es gehört? Du hast es gehört. Ja, kann ich jetzt schlecht machen. Was hättest du gesagt, was du da nimmt? Hast du damit gerechnet, dass er das nimmt? Na, Fuffi habe ich bezahlt. 25 pro Spiel. Finde ich schön. Kartenspiele sind immer toll. So sehen die aus. Das ist meine Beute heute. Mehr gab's nicht. Mehr gibt's auch heute nicht. Nur die. So einfach sieht das aus.
So viel bezahlt, lege ich mir beiseite. Im Winter schaue ich mir die nochmal an und dann gucken wir mal. Vielleicht verkaufe ich sie, vielleicht nicht, weil die letzten, die ich verkauft habe, habe ich mal geärgert, dass ich sie verkauft habe. Ehrlich gesagt. Ja. Weil so ein schönes altes Kartenspiel ist doch was. Meine, diese neuen Blätter. Da kann man sich auch alte holen. Ja, das war auf alle Fälle Beute heute. Für heute. Mal gucken, was heute noch so passiert. So, das kann ich schon mal einzeln bearbeiten. Das Video ist doch schon mal schön. Dann habt ihr wenigstens ein Ding heute aktualisiert. Ne? Also bis dann. Ciao.